herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2. Und wir sind wieder bei einer kleinen Sonderfolge, die an einem Samstag rauskommt, die uns auch jetzt wieder etwas zeigt, was ich selber nicht geschafft habe und für persönlich quasi unmöglich halte. Das Wort unmöglich ist natürlich immer so eine Sache. Ich persönlich würde es so einschätzen. Aber auch hier hat der gute Plaru, der auch beim Camper Cup mitmacht, uns das Gegenteil jetzt bewiesen, beziehungsweise wir werden es gleich sehen, wie er es uns beweisen wird, ne? Dass man die 6. Mission von Saladin gewinnen kann, ohne auch nur irgendwie offensiv zu spielen. Das heißt also, wir schauen uns das noch immer eben ganz kurz an. Der Gegner, es gibt ja ein paar, nicht nur einen, haben wir einmal hier oben. Das ist der Genuese, der natürlich auch mit Kanonenschiffen, Galeonen, schnellen Feuerschiffen, also sehr viel Wasser auch kommt, Wassereinheiten. Dann haben wir den Franken, der mit Kanonen, Belagerungsrammen, Paladin und so weiter nervt. Dann haben wir noch einen Teuton, der mit Deutschrittern und ganz viel anderen Kram nervt. Dann haben wir die guten Richard Löwenherz mit seinem bösen Nachbarn und dem Gottes Schleuderarm. Plus natürlich auch ganz viel andere schwere Sachen, mitunter auch Elite-Langbogenschützen und so weiter. Und dann haben wir noch Jerusalem, der ebenfalls extrem viel Zeug und Belagerungsgeräte schickt. Also wir werden halt hier von 5 Gegnern ununterbrochen von allen Seiten angegriffen. Wir haben überall den Nachteil des Berges, weil wir sind immer auf der tieferen Position. Das heißt, die Belagerungsgeräte, die oben stehen, werden immer mehr Schaden machen und die sind immer schwer zu erreichen, von egal wo oder wie. Es gibt ja nur diese 3 Zugänge so gesehen und alle 3 Zugänge, wenn die Gegner gleichzeitig angreifen, sind halt unfassbar schwer zu verteidigen. Weswegen ich halt irgendwann gesagt hatte, das könnte bei mir halt damals in den ersten Folgen da so nachgucken, es ist quasi für mich persönlich zumindest nicht machbar gewesen, da unten zu verteidigen, mit dem Weltwunder. Und habe gesagt, okay, ich muss gegenangreifen. Ich muss die Offensive angehen und Gegner rausziehen, um das Ganze machbarer zu gestalten. Hat gut funktioniert. Aber der gute Plaru zeigt uns jetzt, wie das ohne das geht. Und zwar nur in der Defensiven. Schenken wir diesen gottlosen Hunden des Westens einen Anblick, den kein Sohn Europas je erlebt hat. Handelskoggen. Wir schießen, um zu töten. Also Handelskoggen habe ich, glaube ich, noch nie wirklich genutzt. Okay, die Schützen des guten Auges gehen in die Türme rein. Der Turm hat 15 Reichweite. Alter, krass. Immer noch weniger als ein Triebwerk, aber schon echt gut. Also Handelskoggen finde ich natürlich schon eine ziemlich coole Idee, muss ich zugeben. Das ist eine Sache, die habe ich irgendwie komplett vernachlässigt. Ich meine, es sind nur 16 Gold so gesehen, aber ist halt Gold, ne? Haben oder nicht haben. Guck mal, jetzt kommen schon die ersten Paladine. Lol. Da wird noch ein Dorfzentrum gebaut. Irgendwo hier ist einer gestorben. Wir haben keine Ahnung, wo oder wie. Pech gehabt. So viel für Gold gibt das jetzt? 23. Ja. Das ist natürlich eigentlich gar nicht mehr schlecht, ne? Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der mich damals genervt hatte. Logischerweise, du hast hier unten bis auf diese paar Ressourcen da unten kein Gold und kein Stein. Wenn also die ersten Schiffe kommen, dann bist du am Sack. Ne, also entweder baust du eine Flotte auf oder du hast halt Pech gehabt. Da wird Bracer geforscht, also der Armschutz für mehr Reichweite und Schaden. Auch für Türme und so, sehr wichtig. Dann hätte der 16 Reichweite, könnte also theoretisch sich selbst gegen Triebocke behaupten, wobei manche Triebocke natürlich deutlich mehr Reichweite haben, also wie der böse Nachbar oder auch hier Gottes Schleuderarm. Normale Tribok, ich weiß nicht, ob irgendeiner schon irgendeinen bauen wird. Ach guck mal, da geht sogar schon die ersten Kanonen hin, die auch 13 Reichweite zu haben. Das ist halt richtig bitter. Ja. Vor allem brauchst du auch erstmal die Ressourcen, um Weltwunder überhaupt zu bauen, ne? Ist auch noch so ein Ding. Ist ja auch nicht so einfach. Okay, 9 Handelskoggen, 12 Handelskoggen haben wir. Bevölkerungslimit ist übrigens auch ein Problem, ne? 100 ist nicht gerade viel. Vor allem, wenn du gegen so viele Gegner auf einmal spielen musst. Da kannst du nicht eine große Ecke und große Armee haben. Also auch da muss Abstriche gemacht werden. Müssen Abstriche gemacht werden. Das ist eine echt komplizierte Mission, finde ich eigentlich. Und war damals, ich denke mal, für viele Leute eine Mission, die quasi zum Aufhören der Mission geführt hat, denke ich mal. Also zum Spielen der Kampagne. Es gibt ja so einige, ich nenne es jetzt mal
brechende Mission. Und das ist, denke ich mal, definitiv eine davon, wo viele gesagt haben, so, ach, drauf geschissen, die mache ich nicht. Amrok. Fränkische Soldaten halten auf unsere Welle zu. Ja. Nahm? Wir machen mal Gefechtsnebel an, um das mit der Immersion ein bisschen besser zu halten. Mossad, Amrok. Da kommen Mameluken. Mossad. Boah, machen die viel Schaden. Amrok. Stark. Lol, wie er alle drei Schüsse gedodged hat. Stark. Okay. Ja, den ersten Angriff ab wäre schon mal kein Problem. Easy. Echo ist witzigerweise bei 20 gestoppt. Also er macht keine andere Echo. Auch Fischkutter, wir haben genau 10 Stück jetzt. Was natürlich gute Nahrungsquellen sind. Aber auch hier, ne, ohne Reusen wird das irgendwann vom Fahrtweg her sehr weit. Und auch gefährdet, dass sie gekillt werden. Dann haben wir hier 11 Holzfäller. 3 Felder. 3 Stein, 2 Gold. Und halt, die 12 Handelskoggen ist also quasi gar nichts. Das ist sehr interessant. Ich mach mal ganz kurz schneller. Wir wollen ja nur sehen, wie er es jetzt schafft und jetzt nicht die ganze Mission angucken. Bin ich ja ehrlich. Es geht über dieser, ich nenne es jetzt mal Sonderreihe, jetzt nur darum. Wir wollen nachvollziehen, was genau gemacht wird. Auf jeden Fall gehen wir hier schon mal auf Mameluken. Mameluken, Spezialeinheit der Sarazen, ne, klar. Machen Melee-Damage. Obwohl sie Fernkampf sind. Und, ja. Haben sie nicht so viel Reichweite, aber ist schon eigentlich schon ganz coole Einheiten. Aber ich mag Sarazenenvolk jetzt auch nicht so gerne. Und da kam auch gerade eben schon die, die Dings rein hier. Wie heißt denn diese Forschung mal hier? Diese Plattenpanzer für Pferde war das, genau. Also Schmiedeforschung ist auch schon drin für Pferde. Und, wobei ist das jetzt oder die zweite letzte gewesen? Die, nee, war die letzte. Doch. Und Ressourcen haben wir jetzt schon genug für ein Weltwunder. Sehr gut. Wird aber noch nicht gebaut, interessanterweise. Doch jetzt. Weltwunder. Die Templer machen sich zum Angriff bereit! Kreuzritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wellen! So, und jetzt geht's nämlich los mit dem nervigen Kram. Böse Nachbar und Gottes Schleuder an. Gleichzeitig kommen jetzt hier Schiffe an. Noch nicht wirklich wilde Sachen. Aber alleine die ganze Mischung aus, was da alles ankommt, ist jetzt schon eklig. Und der erste Turm ist jetzt schon down. Putz. Das war's. Das ist Richard Löwenherz, er greift an! Fränkische Soldaten halten auf unsere Welle zu. Oh, gut, der hält auch wieder. Wenn du siehst, jetzt hast du schon ein Problem, weil die von allen Seiten ankommen und alles Elite ist. Deswegen, ich bin so gespannt, wie du das machen wirst. Weil hier unten durchhalten und dann noch den Weltwunder... Time ablaufen lassen, ist es insane. Guck mal, auch jetzt hier, Kanonenschiff, ohne Flotte, auch hier wirst du jetzt safe dein Gebäude verlieren. Das ist halt komplett kranke Scheiße, diese Mission. Ich habe mal seine Ansicht angemacht, dass wir wissen, wo er hinguckt. Und selbst wenn du Mameluken als Einheiten hast, musst du ja trotzdem erstmal hinterherkommen und auch später gegen die Massen von auch alleine Paladine überhaupt gegen ankommen. Das ist schon alles insane. Okay. Da wird jetzt auch Schmelzofen geforscht für mehr Melee-Damage, Chemie. Der nächste Turm ist down. Ich mache mal ganz kurz die Ansicht fest. Da kommen 4 Galeonen, die er am Start schon hatte, zumindest schon mal hin und gehen dahin, um sich dann wahrscheinlich gegen den Kanonenschiff jetzt hier ein bisschen was zu machen. Die ersten Mauern sind auch schon fast down. Und die ersten Paladine sind drin. Wenn noch sind die Angriffe, ich sag mal, entspannt. Aber guck mal, jetzt kommt Grau auch mit Tribocken. Auch mit 17 Reichweite und es ist ein Loch in der Wand. Und zack, wird ein bisschen Echo sterben. Und wir sind immer noch nur bei den entspannten Anfangsangriffen. Nur das ist das, was ich meine. Das ist halt absolut widerlich, diese Missionen. In der Defensiven. Eine Burg. Nice, nice, nice. Hallo, irgendwelche Motorräder oder LKWs, die hier vorbeidüsen. Mich allein lässt du schon sehen, ne? 3 Tribocke, 3 Onaga, ganz viele Sturmböcke. Ja? Paladine, die hier schon hier drin sind. Angenehm. Oha. Und die nächsten Kanonen sind jetzt auch schon da. Der Turm wird jetzt auch gerade ein bisschen hart leiden. Gerade mit den Ramböcken, wobei der sich gerade nicht dafür interessiert. Die Templer machen sich zum Angriff bereit!
Ja, vor allem die Templer sind immer noch da. Ich kann mal ganz kurz gucken. Na, guck mal hier. Er hat jetzt hier schon die nächsten Sachen, der losschickt. Jetzt schon die nächsten Einheiten überall, die herkommen. Kreuzritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wällen. Das ist ein Langbogenschütze, der umsteht, ja. Also die Gegner sind halt ununterbrochen dabei. Auch hier, guck mal, was da für Schiffe ankommen. Da kommen so riesige Armeen angeschissen. Das ist absolut widerlich. Aber weißt du was, ich schieß mal die Gefechtsliebe ganz kurz weg. Dann könnt ihr wenigstens sehen, was immer alles anrollt. Weil auch die Echo, guck mal hier. Was, das ist halt insane, was die aufbauen. Ja. Ja, nee, ansonsten, guck mal jetzt hier. Die ersten Angriffe sind drin. Zwei Türme kaputt, der dritte fast kaputt, der nächste zur Hälfte kaputt. Genuesische Kriegsschiffe gesichtet! Mauern aufgerissen, deine Flotte ist quasi tot. Da sehe ich jetzt nämlich keine überlebenden Schiffe von. Ah, nee, doch, da sind sie. Aber da kommt direkt die nächsten, also, kritisch. Na. Ja. Und in einer Tour kommen die Paladinos angeschissen. Tja, ja. Holz wird natürlich auch noch ein Problem, weil du hast hier drin kein Holz. Du musst dafür rausgehen. Und das ist natürlich auch in einem sehr gefährlichen Bereich, das Holz. Das heißt, auch das ist tatsächlich schwer. Du hast hier wirklich in allen Punkten einen großen Nachteil. Jetzt wird hier auf Reusen umgestellt. Für Nahrung. Ist auch eine gute Idee. Reusen sind zwar langsamer als Felder, haben aber dafür viel, viel, viel mehr Nahrung drin als im preislichen Vergleich. Wollen wir uns das Ganze jetzt mal eben angucken. Eine Reuse, eine hier, hat 100 Holz. Für, ich glaube, irgendwie 700 Nahrung oder so sind das, glaube ich. Und selbst mit schweren Flug hätten wir 125 und 75, das sind nochmal 200 Nahrung obendrauf. Also sagen wir mal so, knapp die Hälfte von der Reuse haben wir für ein Feld. Kostet dann aber auch, ich glaube, irgendwie 60 Holz war das, glaube ich, wenn ich jetzt im Kopf habe. Ich vertue mich jetzt jedes Mal irgendwie. Kein Plan. Bin ein bisschen dumm, was das angeht. Spiel seit 20 Jahren Age of Empires, die Preise kann man mal vergessen. Ja. Naja. Aber jetzt ist auch die Echo deutlich größer mit 37. Jetzt wird hier langsam hier ein bisschen was hochgezogen. Gerade Stein und Gold wird hier ordentlich weggeholzt. Mehr Reusen. Deutlich mehr Fischkutter. Ja, gut, dann gucken wir mal ganz kurz, wie es aussieht. Fränkische Soldaten halten auf unsere Welle zu. Und da kommen die nächsten Angriffe ran. Die nächsten vier Trieböcke, die hier hinten stehen, auch wieder maximal nervig. Von dem Turm können wir uns auf jeden Fall easy verabschieden. Oder die machen ein Loch rein. Zack, offen. Kreuzritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wällen. Den verfluchten Turm will auf jeden Fall behalten. Das sieht, merkt man ordentlich. Schade, tot. Ach, jetzt kommt bei der Echo hier. Natürlich. Einmal alles schön ordentlich vollklatschen hier. Nice. 16 Stück. Währenddessen verliert er hier oben gerade alles, was er hatte, aber ist ja nicht so wichtig, ne? Down. Mhm. Und die nächsten Kanonen sind da. Kanonen, Trieböcke, einmal alles bitte. Erstaunlicherweise, muss ich mal zugeben, hält sich das Innere doch relativ gut gegen die Einheiten, die angelaufen kommen. Und die Belagerungsräte, die kannst du dann easy dann wegfrühstücken, so mit den Mameluken. Klappt auch deutlich besser, als ich gedacht hätte. Was da davon? Tot. Oh, lol. Überlebt. Mhm. Nochmal zumachen hier, schön. Die Templer machen sich zum Angriff bereit! Ja. Und wieder ist der verfluchte Turm zur Hälfte kaputt. Sehr ärgerlich. Es gibt übrigens auch so eine Lösung, dass man einfach hier einen Weltwunder hinbaut und da gewinnt. Dann ist das einzige Problem, was du hast, die Schiffe. Der Rest kann ja nicht zu dir hinkommen, aber ist halt auch irgendwie eher eine lame Möglichkeit, sag ich mal. Aber naja. Ja. Belagerungsräte sind wieder down. Dann machen wir wieder schnell. Ein Weltwunder ist immer noch nicht mal fertig. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Noch eine Burg. Aber volle Kanne hier drin. Nice. Das heißt also, es kann nicht von Tribotten getroffen Sultan werden. Smart. Saladin, der Schar von Persien entsendet seine Verstärkung per Schiff.
Ja, ein paar Elefanten. Genuesische Kriegsschiffe gesichtet! Fränkische Soldaten halten auf unsere Welle zu! Ja, da kommen sie wieder alle angeschissen. Kreuzritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wellen! Der Sprecher macht es jetzt auch nicht gerade irgendwie entspannter. Was ein Stress. Und dann gehen die 20 mal Minuten wieder zum Angriff. Also die Handelskoggen, muss ich zugeben, sind tatsächlich eine saukoole Hilfe, was Gold angeht. Auch wenn du hier natürlich viel Gold hast, aber das ist schon eine coole Sache tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin nur gespannt, wie du es mit dem Holz machen wirst, weil Holz wird natürlich echt ein kritischer Punkt. So, ich trinke eben was und währenddessen gucken wir dem Weltwunder dabei zu, wie es fertig wird. Die Templer machen sich zum Angriff bereit! Ah, wunderbar. Ein Weltwunder. Wunderbar. Und die nächsten Triebwerke sind da. Putz. Putz, putz. Oh, ich hab den Turm verlierst du jetzt, den verfluchten Turm. Das ist ja ärgerlich. Ja, der ist down. Den kriegst du nicht mehr gerettet. Da passt die Kanonen weg. Und RIP. Hast du sogar einen Schützen des guten Auges verloren? Oh nein! Boah. Einfach One-Shot. Krass. Mhm. Lol. Thors ist auch offen. Aber nächsten Angriff überlebt. Schön. Also, das steht tatsächlich stabiler, als ich gedacht habe. Es ist eine smarte Idee, sich einfach in die Stadt hier ins Innere zurückzuziehen und die Gegner zum nach unten fahren zu zwingen, als hier oben die Wand zu halten. Das habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber damals eher gedacht. Macht aber natürlich irgendwie voll Sinn, einfach hier zu bleiben. Ja, dann ziehen wir einfach, ich würde sagen, wir ziehen einfach mal durch. Weil hier wird jetzt halt nicht viel passieren. Oh, das ist smart. Das ist richtig smart. Einfach zumauern und da hacken. LOL. Ich meine, ich habe damals hier versucht zuzumachen und da oben zuzumachen. Dann sind die aber trotzdem aggressiv dahin gegangen. Ich meine, kann natürlich trotzdem passieren, dass hier die oben ohne Garn so stehen, da runterschießen. Aber ich glaube, wenn du hier eine Lücke drin hast, oben im Torhaus, dann gehen die da gar nicht hin. Das ist ja interessant. Okay, smarte Sache. Der wird auch sterben, der Turm. Schade. Die Templer machen sich zum Angriff bereit! Fränkische Soldaten! Alter, guck mal, wie viele Rambücke das sind. Alter. Alles klar. Ja, der ist down, safe. Boah. Was? 62 HP. Alles klar. Kreuzritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wellen. Guck dir mal die Karte an. Löwenherz, er greift an. Guck dir mal die Karte an, Junge. Was kommt denn da alles an, Junge? Wir haben hier 3 Triebocke von Rot, 5 Rammböcke, mehrere schwere Skorpione, Elite-Langbogenschützen. Gleichzeitig von Gelb Paladine, Deutschritter und sonstigen Scheiß. Von Blau kommen jetzt 5 Kanonen, mehrere andere Einheiten, die allesamt von überall nerven. Paladine und so weiter. Von Grau kommen jetzt auch nochmal mehrere, 4 Triebwerke, mehrere Onaga, alles. Und das alles zur selben Zeit. Das ist eine so kranke Mission, ne? Ganz ehrlich. Und gleichzeitig natürlich auch noch Schiffe. Natürlich auch, nee, kein Kanonenschiff. Interessant. Oder? Nee, kein Kanonenschiff. Ja, der Turm ist jetzt down. Dorfzentrum wird auch vielleicht sterben. Die Burg leidet auch heftig unter den ganzen Angriffen. Mameluken halten sich besser als gedacht, muss ich zugeben. Ja, gut, jetzt machen sie hier auf. Hat dann doch nicht so ganz gut funktioniert. Aber wir sind jetzt ein bisschen Holz konnten kriegen. Nice. Oder hast du sogar ein paar Husare ausgebildet für Belagerungsgeräte. Nice. Der nächste Turm ist down. Okay, die Angriffe jetzt wirst du wahrscheinlich abwehren. Wir gehen mal ganz kurz eben bei den Gegnern gucken, wie die Echo aussieht. Dass man so einen kleinen Vergleichswert mal hat. Weil so extrem groß sind die Gegner nicht. Deswegen ist ein Offensiver bei dieser Mission echt gut. Aber das, was sie halt schicken, ist halt absolut widerwärtig. Ja.
Sehr schön. Nun gut, nächsten Angriff auf jeden Fall abgewehrt. Dann bis zum nächsten. Die Templer machen sich zum Angriff bereit. So, gerade Angriff abgewehrt. Zack, kommt der nächste. Was machst du denn jetzt? Einfach die ganze Mauer selbst zerstören, auch ein smarter Move. Ich weiß nicht, was das hier für einen Vorteil bringt, weil du hattest sie eh schon öffnen drin, aber... nett. Jetzt wird hier komplett zugebaut. Nice. Was ich nicht verstehe ist, warum kommt da kein einziges Kanonenschiff mehr? Erzähl mir jetzt nicht, dass das eine einzige Kanonenschiff am Anfang das einzige ist. Das war nämlich der einzige Grund, warum ich damals keine Schiffe gemacht habe, weil ich dachte, da steht immer Kanonenschiffe. Und ich hatte keinen Bock, mit der Flotte begegnen zu kontern. Also die Burg hier, ne, mega smart, keine Frage. Aber ich dachte, die Kanonenschiffe wären halt ein Riesenproblem. Aber anscheinend... easy. Ah, ein paar Langbogenschützen, aber den Kampf geht er gar nicht ein, der geht einfach weg. Nice. Die gesamte Mauer eingerissen jetzt mittlerweile. Noch mehr Kanonen. Der Fischkutter und Felder hier unten. Ist auch richtig smart mit dem Fischkutter, muss ich zugeben. Also, Wasser definitiv unterschätzt. Nahrung und Gold hast du quasi dann durchgehend da, solange du Wasser verteidigen kannst. Das ist schon wirklich gut. Nice. Ja, Angriff abgewehrt und zack, kommt gleich direkt der nächste. Deswegen machen wir wieder ein bisschen schneller. Oh, lol. Kreuzritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wällen. Da ist noch ein Tor. Ich wollte schon sagen hier. Also wenn muss auch schon komplett werden hier. Alter Schwede, einfach alles abreißen. Hä, wie das ohne die Mauer einfach plötzlich so leer aussieht, ne? So gefühlt. Das Ding besteht eigentlich nur aus Häusern, 5 Burgen und ein Weltwunder. Stark. Hä, lol, als ob er damit einfach grau kontert, indem er hier ein paar Schiffe stehen hat. Ist ja mega. Hier kommen jetzt wieder die ganzen Rammenböcke von Gelb und Rot und Trieböck und alles gleichzeitig an. Krass. Wie viel Schaden die auf den Dingern machen. Heftig. Bonk. Oha. Also ich muss echt zugeben, ich bin jetzt schon mega begeistert. Das klappt ja mal 10.000 Mal besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Ey, what the fuck? Du überlebst ja sogar ewig. Du könntest ja sogar einfach noch ein zweites Weltwunder überleben. Allein die Ressourcen sind ja insane. Die Bogen schweben nicht ansatzweise in Gefahr bei dir. Das machst du aber wirklich echt solide, die Runde. Krass. Nochmal ganz kurz ein bisschen schneller hier. Weil ich immer diesen Weg willst du jetzt nur noch wiederholen. Also mit den Schiffen, dass kein Kanonenschiff kommt, muss ich zugeben, das finde ich mir echt ein bisschen krass. Das hätte nochmal einiges geändert, glaube ich. Da kommt schon wieder der nächste Angriff hier. Heftig. Vor allem hast du einen Vorteil, dadurch, dass du dich jetzt alles selbst abgerissen hast, ne? Hängst du nicht an diesen komischen Wegen da fest, sondern die müssen halt wirklich runterkommen und blau kommt vom anderen Weg als gelb und rot, kommt vom anderen Weg als grau. Das ist eigentlich auch ein echter Vorteil, dass die sich einfach alle getrennt voneinander sind. Dass du die quasi separierst und dann einzeln bekämpfst. Das ist wirklich gut. Sehr stark. Die Ritter aus Jerusalem nähern sich unseren Wellen. Ja. Die Templer machen sich zum Angriff bereit! Ja, komm, wie häufig die angreifen, das ist insane. Nice. Nehmen wir noch ein paar Husaren mit reingemischt. Einfach nur zum ebenfalls mithelfen. Guck mal, hier alles voll mit Husaren. Und da sind Elefanten und Schützen drin. 20 Minuten. Und da kommen schon direkt die nächsten Angriffe. Guck mal. Die hat ihr gerade eben erst besiegt. Die sind immer noch am Reparieren. Und da kommen schon direkt die nächsten. Alter. Also die Mission damals. Ich fand die damals wirklich absolut heftig. Insane. Und tot. So, 2 Jahre noch. Dann hat er gewonnen. Wahnsinn. Also, ja, damit haben wir den Videobeweis.
Saladin, sechste Mission, nur defensiv gespielt, nicht mal für Ressourcen rausgegangen aus dieser Burg. Heftig. Absolut heftig. Und dann noch mit so einer extrem positiven KD hier. Holy shit, boy. Also wirklich Respekt. Das ist, finde ich, schon wirklich gut gewesen. Wie viel hast du durch Handel bekommen an Gold? Das würde mich noch interessieren, ob sich das auch wirklich rentiert. Handelsgewinn 10.000. Okay, Handelskorken sind absolut MVP. Holy shit. Er hat 12 Handelskorken. Hat einfach quasi die gesamte Wirtschaft getragen. Heftig. Krass. Ja, alles klar. Damit haben wir auf jeden Fall eine weitere Runde gesehen, wie auch letzte Woche schon. Die einfach nur insane ist. Also heftig. Das hätte ich aber auch so mir selbst, glaube ich, eher wenig zugetraut. Ey, ich würde echt gern wissen, hast du da jetzt irgendwie ewig dran jetzt gesessen, um das wirklich durchzuplanen? Oder hast du das als, ich sag mal so, ach ja, ist doch easy, entspannt nebenbei, gar kein Problem. Ist ja krank. Na gut, dann nächste Woche haben wir noch einen, wo er mir ebenfalls ein Replay geschickt hat, was ebenfalls sehr krass sein soll. Ich bin gespannt, ne, also, was heißt krass sein soll? Er hat eigentlich nur gesagt, hier, ich probier's mal, hier hast du dieses Replay, guck's dir an. Aber die Mission ist halt kranke Scheiße. Eine der beschissensten Missionen, die es gibt in dem Spiel. Und wo ich auch der Meinung war, jo, klappt nicht, hat er jetzt gemacht. Easy, kein Problem. Ja, dann seht ihr dann nächste Woche Samstag, ne? Ciao, ciao.